Ah. Oh mein Gott, hat er mich erschreckt. Du bist ja hässlich. Licht aus. Headshot. Und Headshot. Ruh dich aus, den Rest übernehme ich. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Cryo 4, ihr 93 Jovo hier. Im letzten Teil einen Boss besiegt, wir sind im nächsten Kapitel angekommen, the city is not safe, die Stadt ist nicht sicher, wir befinden uns in der Stadt, na, ist das nicht schön? Eat that nicht schön. Und ich muss euch sagen, Leute, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich dieses Spiel durchstehe. Es ist ziemlich viel, was ich mir hier zumute, von Horror. Und ich weiß halt nicht. Are you okay? You better come home now. I'm getting worried. Mom. Oh, Mom. Ich will dir doch keine Sorgen machen. Ist ja nicht meine Absicht. Wo kamst du auf einmal her? Bobby, nächstes Mal kündigst du dich an. Einfach ein nettes Hallihallo, Hallöchen. Wir sitzen auf dem Klöschen. Ihr seid also, wenn es irgendwann... Häschen. Walnut Street. Says here that I can take the subway from Hanson Square to the Zornito Head Saxon Avenue first. Und lass mich raten, der Weg zu dieser Straße ist versperrt durch irgendein Monster. Canina, which Hanson Square through Saxon Avenue. Oh, Canina. Oh, süßes Häschen, du bist mein Freund. A police. Ach stimmt, ich glaube, das war in Schweden gemacht, oder? Police, deshalb. Und ist das... Tut mir leid. Last class. Platz. Ach, Parkplatz. Ah, ja. Na, müssen wir nach... Müssen wir... Links, rechts? Okay, wir können rübergehen. Man will ja ein Vorbild sein für die Kinder. Preston Road, Saxon Avenue. Na, hätte ich es nicht gedacht. Aha. Ja. Okay. Diesem Tentakelbäumchen. Da haben wir schon einen Durchgang. Diesem Tentakelbäumchen tue ich mich nicht zu näher. Hat es ein Gesicht? Seht ihr das da? Das hat Gesichter. Hihihi. Na super. Tentakel-Sexbäume. Also, das ist jetzt also die Art Spiel. Am Anfang wurde was gesagt wie mit Depression und hier Suicide-Gefahr, aber nichts mit sexuellem Inhalt. Siehst du das Baum? Was dein Vetter da macht? Meine Jüte. Meine Jüte. Spaghetti. Was wohl ein bisschen so viel vegetiert ist. So, ich höre ins Klitschen. Hallo? Wie gesagt, was ich die ganze... Was bist du denn für einer? Sieht ein bisschen aus wie Bobby. Nur mit einer Fleischwurst. Jupp. Ein neuer Ekelfaktor. Nehme ich diese Winch? Ich glaube, ich nehme sie gleich. So, keine Macht in Drogen, das könnte genau passen. Oh, Baby, wir sind voll im Geschäft. So, Moment. Richtig, alles klar. Und wenn es halt wirklich zu viel für mich wäre, muss ich entweder das Spiel pausieren, also komplett das Let's Play, oder ich muss halt wirklich das Spielen sein lassen, weil ich kann auch nicht alles aushalten. Freundchen. Autsch. Hey, was war das? Hilfe. Nicht. Hey. Ich kann nicht ausweichen. Hey. Bobby. Krabbel Bobby. Leg dich hin. Ruh dich aus. No, Shotgun Muni. Oh, gib mal her das Zeug. Ich höre dich. Na super. Ich muss also auf Bewegung achten.
Ich sehe nichts. Sobald sich was bewegt, schieße ich's Ruf. Na, lecker Fleischwurst. Das war jetzt nur ein Erschrecker, hä? Oh, was zum Speichern. Klappe! Klappe! Das ist meine Money. Meine Money. Meine Money nimmt mir niemand weg. Ist das klar? Walnut Street. Walnut McDonald sagt, ich liebe es. Ja, ich bin Walnut McDonald, sagt, ich liebe es. Alle ab. So, nehmen wir mal so ein bisschen Licht in die Sache. Hallo. So. Ah, jetzt sind wir wahrscheinlich hinterm Baum. Ja. Weg. Da. Zack. Komm schon. Ich krieg's nicht kaputt. Was soll denn dies? Oh, das sehe ich sie doch schon. Okay, Leute. Ich glaube, die haben mich gesehen. Hey! What the hell? Wo kommst du auf einmal her? Ich bin weg! Ich bin weg! Natürlich! Na klar! Sehe ich ihn! 4 Gegner! Sewer Passage. Das war eine Sewer Passage. Na super. Und schon wieder habe ich mich hier. Hey! Weil ich wieder eine Taste gedrückt habe. Hat sie sich reinprogrammiert. Ist ein bisschen. Bisschen nervig. Lass du mich. Das Spiel ist gegen mich. Okay. Wie gehen wir an die Sache ran? Ich habe viel Shotgun-Muni. Ich mache die einfach mit einem Schuss fertig. Oh ja, das ist gut, das ist gut. Hilfe! Ich muss nachladen, Freundchen! Nachladen? Hallo? Entschuldigung? Wart mal kurz, du kriegst gleich deinen Fett weg! Tja. Gebet niemals einem Joe eine Shotgun. Darf ich bitte wieder rein? Ich möchte speichern. Achso, ich komme ja dann gar nicht mehr zurück, oder? Juhu! Kannst du mich nicht erwischen? Tschüssikowski. Also, ich wollte sagen, gibt niemals einem Joe eine Shotgun. Ansonsten passiert sowas. Echt, ich kann nicht über ein Brett springen? Was ist das für eine Logik? Das ist ein Brett. Das ist keine Wand. So. Ah. Oh mein Gott, hat er mich erschreckt. Du bist ja hässlich. Licht aus. Headshot. Und Headshot. Ruh dich aus, den Rest übernehme ich. Wie nennt man den jetzt? Flieger an der Wand. Und tot bist du. Ja. Läuft doch wunderbar. Also es passierte was Schreckliches. Oh Mann. Ein bisschen Ammo habe ich noch. Ah nein, Lustmolch. Böser Lustmolch. Du bist ein böser Lustmolch, sag ich dir. So ein böser Lustmolch. 2 Schüsse. Ah! Zack! Was für Manieren die Leute heute haben. Die Manieren. Ist doch wichtig.
Ich sollte mal aufpassen, nicht, dass ich eine Syringe verpasse. Habt ihr eine Syringe für mich? Keine Syringes! Ihr Geizhälse! Ich komme gerade so durch mit der... Mit der Muni und der Gesundheit. Das ist echt ein Wunder, dass ich so weit gekommen bin. Das will mir nicht gefallen. Keine Cutscene. Oh oh. Na. Als hätte mich das Spiel früher gehört. Leute mit Katze, wenn ich von jemandem mit der Kettensäge verfolgt werde. Oh, da habe ich Angst. Oh Mann. Das wird lustig. Okay, links. Bin ich sicher? Ich bin doch noch nicht sicher, oder? Ich bin nicht sicher, das glaube ich euch nicht. Ich glaube euch nicht, dass ich sicher bin, das glaube ich euch nicht. Es geht weiter. I don't need this right now. Was, so ein schönes rotes Fahrrad? Kann man doch in die Freiheit fahren. Na super. Habe ich noch Money? Keine Money. Alles verdattelt. Da, bist Rechtshänder, was? Dein Pech. Dein Pech. Ich kann auch links schlagen. Tja. Hast halt übertrieben mit der Fleischwurst. Zack. Zack. Guten Tag, guten Tag. Da. Der Embryoschädel. Sehr nett. Ein Treffer, sie sind tot und machen mir ein bisschen Schaden. Sie sind sowas wie Kamikaze-Bomber. Ich glaub euch nicht, dass die Sache mit dem... Dass die Sache da vorbei ist mit dem... Mit diesem Kettensägen. Mit dem Chainsaw-Massaker-Guy. Super, die Keller sind weg. Ich bin fast wieder tot. I want to ride my bicycle, bicycle. Ambition ammo, ambition ammo. Ein bisschen Ammo kann niemand schaden. So. Wunderbar. Habe ich hier vielleicht irgendwas zum Speichern? Ich möchte gerne speichern. Ich möchte den Part beenden. Ich möchte es nicht nochmal machen. Habe ich sie übersehen? Nein, die würden es wahrscheinlich so hintun, dass man es auch sieht. Der taucht nochmal auf. Solche Spielstellen kenne ich. Da kommt ein Gegner, der mich verfolgt. Eine Zeit lang ist ruhig und dann kommt der Gegner wieder. Das kenne ich. Ich kenne ihr Spiel, Leute. Und mir gefällt es nicht. Mein Kopf ist warm. Das ist ja gut durch die Kapuze. Aber mein Rest vom Körper ist zu kalt. Bitte lasst mich hier speichern. Nächstes zum Speichern. Hallo? Super. Aber Jägertante, was hast du denn so blutdurchströmte Kleidung? Super. Gleich bin ich wieder tot. Na super, Ammo. Ja, super, Ammo, gib mir eine Syringe, verdammte Kacke. Weil das müsste ich jetzt alles nochmal machen, wenn ich jetzt sterbe. Und das möchte ich nicht. Ich würde sehr gerne jetzt ein was zum Speichern finden. Stir und Batsch. Wofür das Ganze? Für Muni. Und dafür habe ich jetzt wieder fast mein Leben weg. Da. Stir und Batsch. Super.
Von wo? Von wo muss ich die Stelle mit ihm machen? Leute, ich beende hier den Part. Ich will es jetzt nicht nochmal machen. Nein, dafür, diese Kraft habe ich jetzt nicht in mir. Zumindest habe ich, glaube ich, das Muster schon raus. Wenn er schreit, dann ist er auf dem, dann ist er unterwegs, dann ist er in Bewegung. Dann muss ich rennen. Wenn man ihn nicht hört, könnt ihr gemütlich laufen. Und sobald er euch am Hintern kratzen will, wusch, geht er einfach wieder weg. Ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe von Quarafür gefallen. Es wird immer härter. Ich spüre... Also ich kann mir vorstellen, dass dadurch meine Gesichtsnerven sich besser erholen, weil sie halt dann beansprucht werden. Manchmal habe ich immer noch so Stellen. Ist noch nicht komplett erholt, habe mich noch nicht komplett erholt, aber es ist wirklich auf einem guten, guten Weg der Besserung. Danke der Nachfrage. Also, bis zum nächsten Mal bei Quarafür. Sagt ihr 93 Jovo. I love and entertain you. Tschüss and goodbye.